Jennifer Aniston teilt Bild von ihrem Christbaumschmuck und kassiert böse Kommentare. Friendstar Jennifer Aniston 51 teilt auf Instagram ihren außergewöhnlichen Christbaumschmuck. Doch der sorgt bei ihren Followern für Entsetzen. Los Angeles, Friendstar Jennifer Aniston 51 teilt auf Instagram ihren außergewöhnlichen Christbaumschmuck. Doch der sorgt bei ihren Followern für Entsetzen. Damit hat die Schauspielerin wohl nicht gerechnet, ihre Weihnachtsdekoration sorgt im Netz für einen regelrechten Shitstorm. Dabei geht es um einen einzigen Anhänger, den die 51-Jährige auf Instagram präsentierte und der nun die Gemüter ihrer Fans erhitzt. Der Holzschmuck trägt die Aufschrift Unsere erste Pandemie 2020. Was seitens des Hollywood-Stars sicherlich nur als kleiner Scherz gemeint war, bringt ihr nun den Vorwurf ein, die anhaltende Corona-Pandemie nicht ernst zu nehmen. Einige bezeichnen in ihren Kommentaren Aniston sogar als Idiotin und beschimpfen die Ex von Brad Pitt als unsensibel, weil sie die Gesundheitskrise wie eine Babyparty feiern würde. Ein Twitter-Nutzer zeigt sich besonders zynisch und schreibt: Prost auf unsere erste Pandemie im Jahr 2020, bei der Millionen Menschen starben. Feiern wird das mit Christbaumschmuck. Jennifer Aniston macht sich in der Öffentlichkeit für Corona-Maßnahmen stark. Dabei ist die Darstellerin eigentlich dafür bekannt, sich für Sicherheitsmaßnahmen wie das Tragen von Mundschutz und Abstandhalten stark zu machen und sich an Hilfsfonds zu beteiligen. Im Sommer diesen Jahres teilte sie auf ihren sozialen Netzwerken sogar ein Foto, auf dem ein Mann zu sehen ist, der an ein Beatmungsgerät angeschlossen, in einem Krankenhausbett liegt. Das ist unser Freund Kevin. Völlig gesund, kein einziges grundlegendes Gesundheitsproblem. Das ist Covid, das ist echt, schrieb sie dazu. Inzwischen ist Anistons Story auf Instagram verschwunden. Aber von einer Erklärung, was es mit ihrer skurrilen Weihnachtsdeko auf sich hat, fehlt bislang jede Spur. Ob ihre Fans den Vorfall genauso schnell vergessen werden, bleibt fraglich.